gekommen ist. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Schnetzelns, zu einem neuen Spiel auf einem neuen Kanal. Hier werden in nächster Zeit auch mehrere Spiele in Richtung Dark Souls kommen. Wenn euch das Thema gefällt, lasst mal gerne ein Like da, damit ich das sehe, damit ich weiß, dass ich das weitermachen soll. So. Und jetzt geht's los mit Code Vein, dem Anime-Schnetzel-RPG-Spiel, whatever, ihr werdet es sehen. Ja, ist ja nichts Neues in so einem Anime, ne? Dass man hier irgendwas Besonderes ist und die Welt retten soll. Ja. Welcome back. Hello. How are you feeling? Don't worry, it's okay. I don't remember either. Over there. Und damit erneut willkommen zu Code Vein, meinem ersten Spiel auf diesem Kanal, ein kleines Schnetzelspiel. Tja, jetzt werden wir dem mal folgen. Und dann sehen wir eh. Tja, ist schon eher trocken hier, ja? Hast recht. We can go slowly. I am here with you. Wir können langsam gehen und du läufst mir davon, ja? Just a bit farther. We're all right. A spring will slake our thirst. Aha, die Quelle. Jo, Mädel, was ist mit deinem Hals los? Genickstarre, ja? Falsch gelegen. It seems everyone, everywhere, is thirsty. Woran erkennt man das? There is a spring that will cure that thirst. One that weeps tears of blood. That's what they said, anyway. This way. Hier wird's beim ersten Date schon gebissen. Beißt die uns einfach. Was soll denn das?
So, it is you. Here. This is for you. Ja, danke. Denke ich. Ja, erstmal noch eine Runde pennen, ja. A new spring and a fresh source of labor. We really hit the jackpot. Get up. It's time for a bit of fun. On your feet. We're about to go hunt for blood beads. Hurry up and get ready. You're awake then? Whoa. Keep it down. Your friend just fell asleep. Ja, nach den ganzen Cutscenes kann ich mich jetzt endlich mal frei bewegen. Ja. Lass mal hören. Was gibt's? Sagt nix. Ja, sieht alles ziemlich zerstört aus hier. Ich weiß nicht, was das jetzt genau ist, wo wir hier sind. Irgendwo im Untergrund. Labert man mal mit den Leuten und dann. So, what happened to your masks? Forgotten about those too, have you? I'll tell you whatever you want to know, but first, go back there and put on a purifier mask. Ja, okay, dann hole ich mir halt so eine Maske. Number 3. Jetzt erzähl mal. Looks like the folks upstairs want you. Well, they can wait, can't they? More importantly, that mask suits you. Without those things, we revenants will join the ranks of the lost in a flash. So be careful. Mhm. The view never improves, does it? I came back home after the war against the Queen and found this mist. Getting close to it causes enough pain to drive you mad, so no one has ever crossed it. There's nowhere to go home to, even outside of this prison. The view never improves, does it? Ja, die wiederholen sich. Jo, Alter, alles gut? Ja, scheinbar nicht. Alter, hat echt Probleme. Ja. Okay. Wandering, they say, the folks up there. They might live in safety. But because of their levy, we have to risk our necks to collect blood beads. Just you wait. One day, I'm gonna make thralls out of a whole lot. Ist auch nicht besser, wa? Are you going to kill me too? Anything for a kick, right? Just don't crush my heart. Stop already. My body may still be alive, but my soul died long ago. No one could stay sane after dying again and again and again and again. Don't take my memories. My family. I have nothing left. Dir ist schon klar, dass du in einem Stützpfeiler sitzt. Der jederzeit runterfallen könnte. The missiles all dried up and the miasma keeps getting thicker. Telling us to look for blood beads here is just crazy. Ja, das war jetzt ja nicht so informativ. Mal schauen, was da oben so abgeht. Oh, Katzin. This is dry. The miasma is pretty thick. Damn it. We're running out of time before the next collection.
Everything's ready. Right. I'm on my way. All dried up. Just like the others. Yeah, all dried up. So there's no sense in searching with the miasma like this. Let's... You know what these are, right? Blood beads, right? Yes, very good. Now I want you to search for blood beads in the tunnels ahead of here. You see, it's only a short time before the collectors come to take our levy. Osteier? But once they do, I'm afraid we won't have any blood beads to give them. If we don't find some, Silva's hounds will strip the shirts right off our backs. Überraschungseier? Well, that's the long and short of it. Why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levy system was Silva's idea. If you have a complaint, I suggest you take it up with him. You lot go first. Get to work. Don't. There's a better time and place. For now, we just have to obey. Next! Whoa there! You wait here with us. You can have this one back when you return. In exchange for any blood beads you find, of course. Oh, and I hear the Hunter has been showing up around here lately. So make sure you don't all get killed. You heard him. Ouch. Und das war's auch schon für diese Folge. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.